Zukunft werden wir so kleine Shuttlefahrten machen. Da gibt es dann ganz moderate Preise, so 10 Euro. Noch bis 14. Februar können die Möbel von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr bewundert werden. Eigentlich erleben wir Ähnliches heute, wieder Zeiten der Krise, und wieder ist eine ähnliche Tendenz, der Rückzug ins private Heim, das Bedürfnis nach Cocooning. Und genau das sehen wir hier auch. Es ist einfach falsch, wenn man selbst groß daher redet, dass man keine Atomkraftwerke will, aber dann genauso gut den Strom bezieht. Also man sollte sich dann schon entscheiden, wahrscheinlich ja oder nein. Speziell bei den Leichtverpackungen haben wir wirklich noch große Reserven, das heißt die Metallverpackungen, das sind Konservendosen, Getränkedosen, die ja stark im Zunehmen sind, weil sie die Mehrwegflaschen verdrängen in Richtung Einweg. Aber auch bei den Kunststoffbehältern, also bei den ganzen PET-Flaschen, haben wir noch großen Handlungsbedarf, da gehört noch viel raus aus der Restmülltonne rein in die getrennte Sammlung.